Sodele, Freunde der Blasmusik. Viele haben sich gewünscht, deswegen geht's heute mal um den Phosphorkreislauf. Also, fangen wir direkt an mit dem Phosphorkreislauf. Manchmal wird der auch Phosphatkreislauf genannt. Der Grund dafür ist einfach. Phosphor liegt in der Natur eigentlich immer nur in irgendeiner Form als Phosphat vor. Ob frei als Ion oder gebunden in anorganischen oder organischen Verbindungen. Deswegen halt Phosphatkreislauf. In der unbelebten Natur kann Phosphat anorganisch als Ion gelöst vorliegen. So zum Beispiel in Gewässern und feuchten Böden. Oder ist es in Salzen, die zum Beispiel Mineralien oder Gesteine bilden, gebunden. In der belebten Natur kann es ebenfalls als Ion gelöst in zum Beispiel Körperflüssigkeiten vorliegen und gebunden in anorganischen Mineralien wie den Knochen oder Zähnen als Calciumphosphat. Aber Phosphat kann auch in organische Moleküle eingebaut werden. Das wäre bei DNA, RNA, ATP und bei Phospholipiden in Zellmembranen der Fall. An Proteine angehängt kann es sogar ihre Funktion regulieren. Behaltet das mal im Hinterkopf. Wichtig ist zu wissen, dass Phosphor sich im Gegensatz zu Kohlenstoff nicht in der Atmosphäre anreichern kann. Beziehungsweise ist die einzige natürlich vorkommende gasförmige Verbindung wegen sehr geringen Anteils für uns nicht interessant. Wir konzentrieren uns deshalb auf den Boden, Gesteine und Gewässer und damit jetzt auch endlich auf den Kreislauf. So Leute, wie fängt der ganze Spaß an? Ganz am Anfang liegt Phosphor erstmal als Phosphat in Mineralien und Gesteinen vor. Vor allem in vergleichsweise großen Mengen im Mineral Apatit. Und in Gesteinen, die irgendwie aus magmatischem Ursprung kommen. Der nächste Schritt ist kurz. Der Phosphor gelangt nämlich dann durch Verwitterung oder Erosion als Phosphation in den Boden oder in Gewässer. Dann Schritt 3. Pflanzen, die ja auf dem Boden wachsen, nehmen jetzt den Phosphor als Phosphationen auf. Die können sie dann unter anderem in organische Verbindungen einbauen. Das passiert aber nicht nur an Land, sondern auch unter Wasser. Plankton, kennt ihr vielleicht aus SpongeBob, sind ganz viele im Wasser lebende Kleinorganismen. Die nehmen die im Meer verfügbaren Phosphationen auf. Genauso Wasserpflanzen, die nehmen das dann auch noch über ihre Wurzel auf. Also Ergebnis von Schritt 3, der Phosphor ist jetzt irgendwie in den Pflanzen drin. Im vierten Schritt kommt jetzt ein beliebiges Tier vorbei, das Hunger hat und die Pflanze snackt. Das Tier muss sich dann irgendwann erleichtern, geht kacken oder pinkeln und scheidet damit auch Phosphat aus. Kommt kein solches Tier, lebt die Pflanze glücklich und zufrieden, bis sie dann doch irgendwann von selbst abtreten muss. Als gutes Beispiel für solche hungrigen Tiere dienen die fischfressenden Vögel. Deren Kot lagert sich nämlich als sogenannter Guano an Meeresküsten ab, sodass Phosphat aus dem Meer wieder an Land zugänglich wird. Oder zum Beispiel wir Menschen nehmen über die Nahrung Phosphor auf und geben ihn an einem stillen Örtchen wieder ab. Egal von wem, letztendlich lagern sich die ganzen Ausscheidungen und toten Pflanzen und Tiere als Sedimente im Meer ab. Körperzellen lösen sich dann zum Beispiel selbst durch Enzyme auf und der Phosphor kommt als Phosphationen wieder in den Kreislauf. Dieses Auflösen nennt sich dann Autolyse. Oder Kleinstlebewesen wie Bakterien zersetzen die Biomasse und zerlegen sie in anorganische Bestandteile. Merkt euch, dass diese Lebewesen Destruenten genannt werden. Dabei wird der Phosphor ebenfalls als Phosphat frei. An Land läuft's fast genauso ab. Durch Ausscheidungen und abgestorbene Organismen wird der Boden wieder mineralisiert. Das heißt, das Phosphat gelangt zurück in den Boden und damit zurück in den Kreislauf. Hier sind dann hauptsächlich zersetzende Kleinstlebewesen, Bakterien und Pilze beteiligt. Also wieder die sogenannten Destruenten. Und damit ist dann auch schon fertig. Der Phosphor ist dann wieder als Phosphat im Boden verfügbar und der ganze Spaß kann von vorne beginnen. Ist ja ganz schön easy peasy lemon squeezy hier. Yep, eigentlich schon. Aber was noch fehlt, sind die äußeren Einflüsse. Zum Beispiel anthroposophische. Also die Einflüsse von Menschen auf diesen Kreislauf, mal abgesehen vom Essen und naja, Kacken und Pinkeln. Und zwar geht es um phosphathaltige Düngemittel. Die werden durch den Abbau von Phosphaterzen gewonnen und letztendlich spritzen wir die dann durch die Gegend. Das bleibt nicht ohne Folgen. Phosphor ist nämlich eine nicht erneuerbare Ressource. Wenn wir also Phosphor künstlich dem Kreislauf hinzufügen, ist das natürlich nicht so geil für das ökologische Gleichgewicht. Durch das von den gedüngten Feldern in Seen gespülte Phosphat wachsen dort natürlich die Algen und allgemein Wasserpflanzen ebenfalls viel besser, denn Phosphat ist ein sogenannter Minimumfaktor. Das kann so heftig sein, dass der See umkippt. Stichwort ist hier die Eutrophierung.
Wir haben viel mehr Pflanzen im See und damit entsteht dann auch viel mehr abgestorbene pflanzliche Biomasse. Die Mikroorganismen, die diese Biomasse dann abbauen, brauchen dann viel mehr Sauerstoff, weil sie es sonst nicht schaffen. Der Sauerstoff wird letztendlich knapp und das ist schlecht für die Tiere im Wasser, die dann ersticken. Also, was müsst ihr euch merken? Als erster Schritt liegt Phosphor in der Natur als Phosphat in Form von gelösten Phosphationen in Mineralien oder organisch gebundenen Lebewesen vor. Wichtig sind hierbei als Phosphorvorräte das Mineral Apatit und Gesteine magmatischen Ursprungs. Durch Verwitterung oder Erosion wird im zweiten Schritt das im Gestein enthaltene Phosphat frei. Es gelangt in Gewässer und Böden. Nun gibt es zwei Ebenen, auf denen sich so ziemlich das Gleiche abspielt. Wasser und Land. Das ist unser Schritt 3. Im Wasser nimmt Plankton Nährstoffe wie Phosphat auf und nutzt es unter anderem für den Einbau in organische Verbindungen. Im nächsten Schritt isst ein Fisch Plankton, scheidet einen Teil aus, welcher sich dann durch Autolyse als Sediment ablagert. Das gleiche geschieht mit abgestorbenem Plankton oder anderen toten Organismen, wie auch den Fischen. Jetzt steht eine Pflanze an Land nah an einem solchen Gewässer. Sie nimmt also aus dem Gewässer und dem Boden Phosphat zu sich und baut es auch in organische Verbindungen ein. Dann wird die Pflanze zum Beispiel von Tieren an Land gefressen, die auch einen Teil wieder ausscheiden. Das mineralisiert den Boden, führt ihm also unter anderem Phosphat zurück. Eine Verbindung zwischen Wasser- und Landkreisläufen schaffen zum Beispiel fischfressende Landtiere. Und tada, ihr seht, wie der Kreislauf sich auf diesen beiden Ebenen schließt und sich ergänzt. Wer sich auch für die anderen Stoffkreisläufe in unserem Ökosystem interessiert, lässt die Playlist einfach weiterlaufen. Wer noch mehr über Düngung und deren Prinzip erfahren möchte, klickt einfach auf das Video über das Minimumgesetz. Folgt uns auf Twitter, da gibt's regelmäßig richtig geile Posts. Ansonsten schönen Tag noch, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.